Hallöchen, ich begrüße euch hier und heute zum 1000. Dragons Let's Play. Das ist natürlich mega mäßig geil. Also wie gesagt, ich freue mich, ihr euch hoffentlich auch. Ich würde sagen, wir sammeln natürlich erstmal so wie immer natürlich erstmal wieder ein paar Ressourcen ein und gucken dann natürlich, wie sieht es in der Akademie aus? Welche Drachen können wir eventuell noch ein bisschen pimpen? Klar, das ist die Frage. Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig für uns, für unsere Drachen, um uns natürlich schnellstmöglich weiterzuentwickeln. Von daher würde ich sagen, legen wir damit natürlich erstmal los. Außerdem haben wir natürlich auch den ein oder anderen Drache, der natürlich weiter gepimpt wurde. Das ist natürlich auch geil. Da gucken wir natürlich auch gleich mal durch. Machen uns da gleich mal ein Bild von den Drachen, die wir hier natürlich noch ein bisschen aufleveln können. Und zwar haben wir hier unseren Muffel. Den könnten wir naja so ja zu Valka schicken. Nee, in der Akademie zum Training. Aber wir bräuchten natürlich 11 Eisen. 8, da haben wir. Nur von daher ist das natürlich auch mal wieder eine richtig miese Kiste, aber ich würde sagen, wir legen erstmal los, werden natürlich erstmal den einen oder anderen ein bisschen weiter pimpen. Sturmfels Partner ist jetzt auf Level Nummer 8, ich pimpen bis auf 9 hoch, weiter geht's mit unserem Schnüffbuckler. Ich würde sagen, den werden wir auch erstmal füttern, könnten den für 40 Minuten natürlich auch gleich nochmal trainieren, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, checken wir natürlich ab, was haben wir hier noch für Drachen, welche können wir noch pimpen, eine Stunde 10 Minuten, gut, okay, haben wir hier noch was. Hier haben wir noch unseren Dago-Skill. Der ist jetzt auf 98. Das heißt natürlich, der braucht nur noch 2 Level nach oben ballern. Und dann haben wir den auch endlich bis auf Level Nummer 100 gepimpt. Also ich denke, das ist wichtig. Aus dem Grund freut mich natürlich auch, dass wir wieder mal ein kleines Stückchen näher dran sind. So, dann haben wir hier Fleischklops Partner neu dazu bekommen. Könnten den natürlich auch für 36 Minuten nochmal trainieren. Ich denke, das ist natürlich eine sinnvolle Sache. Von daher sollten wir das natürlich in Angriff nehmen. Hier unten haben wir auch noch den schnellen Stachel. Pimpen den natürlich hoch erstmal. Bis auf Stufe Nummer 12. Wie lange braucht er? 1 Stunde 35. Gut, okay. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich unsere Drachen, die wir pimpen wollen, eigentlich schon gefunden. Würde ich einfach mal so vorschlagen. Ich würde sagen, wir checken mal hier die nächste Flotte. Gucken einfach mal rein. Haben wir hier eine Chance oder haben wir hier nicht so gute Chancen? Also wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen erstmal in eine Keilerei. Wir sind zurück hier auf Berg. Legen natürlich erstmal wieder los. Wie ihr wisst, naja, wisst ihr eigentlich noch nicht, aber in der Akademie haben wir natürlich wieder mal ein bisschen Platz. Das heißt natürlich, 3 Drachen können wir auf jeden Fall nochmal pimpen. Von daher würde ich sagen, werden wir uns da auf jeden Fall entscheiden für hoffentlich die richtigen Drachen. Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht, aber ich würde sagen, wir entscheiden uns einfach mal jetzt für ein paar Drachen, die zeittechnisch relativ gut zusammenpassen. Sturmfalls Partner würde ich sagen, dann hier den Schnüffbuckler und dann haben wir natürlich noch irgendwo einen Drache am Start, den wir natürlich auch noch mit pimpen können. Hakenzahns Partnerin, okay, das wäre eine Option, aber ich würde sagen, nee, wir werden Fleischklops Partner erstmal nehmen, haben dann natürlich wieder mal 3 fette Drachen im Training. Ich denke, das passt so ganz gut zu dem 1000. Let's Play heute. Da würde ich sagen, checken wir natürlich auch erstmal den hier ab und gucken, was am Ende so geht, aber wie ihr sagt, hier wird's am Ende wieder mal nichts. Ist natürlich mies, ihr habt außerdem auch schon gesagt, ja, 1000. Let's Play, lasst dir mal ein bisschen was einfallen. Also, na, ganz ehrlich gesagt, will ich's natürlich auch. Ich weiß natürlich noch nicht, was ich hier heute so wirklich für euch mache, wo ihr sagt, ja, geile Sache, fette Dinge. Ich würde natürlich hier nochmal einen Kampf machen, aber ich muss sagen, hier müssen wir erstmal noch eine Weile warten. Unsere Drachen brauchen natürlich noch eine Weile, bis sie wieder zurück sind. Von daher lassen wir das natürlich erstmal sein. Das ist natürlich nicht so cool, aber ich würde sagen, wir checken natürlich erstmal die Keilerei, gehen auf alle Fälle nochmal in den Kampf und suchen uns hier den nächsten Gegner. Also wie gesagt, da bin ich natürlich auch extrem gespannt, ob wir den natürlich bezwungen kriegen oder ob wir am Ende dann doch irgendwie auf die Mütze kriegen. Außerdem habe ich natürlich gelesen, dass der ein oder andere von euch sagt, ja, für deine Odin-Münzen hol dir auf jeden Fall mal das klassische Paket. Ist natürlich monstermäßig geil. Also wie gesagt, können wir gleich mal gucken. Können wir gleich mal gucken, was habe ich hier an Odin-Münzen auf Tasche. Hole ich mir da vielleicht ein Paket oder lasse ich es vielleicht sein? Ich meine, klar, ich denke mal zum 1000. Let's Play würde es eigentlich ganz gut passen. Von daher gucken wir da natürlich nach, was da am Ende geht, ob wir da irgendwie eine Chance haben, einen coolen Drache abzustauben oder nicht. Weiß ich natürlich nicht, aber wie gesagt, wenn ihr dran bleibt, werdet das ja hoffentlich mitbekommen. So, der Gegner ist nochmal dran. Alter, der macht uns gleich mal komplett platt hier. Alte Scheiße. Sieht natürlich erstmal auf den ersten Blick echt bescheiden für uns aus, muss ich sagen.
Aber vielleicht ändert sich das noch. Wir haben mal sehen, müssen wir gucken. Wir können jetzt natürlich erstmal die Attacke raushauen, aber ich würde sagen, nö, das lassen wir erstmal sein. Wir greifen erstmal den nochmal an. Und warten jetzt natürlich ab, wie jetzt weiter. Wir werden den natürlich erstmal verlieren. Das war mir fast so gut wie klar. Müssen jetzt noch zwei Schläge irgendwie überleben. Und können dann natürlich erstmal eine Spezialattacke raushämmern. Genau, das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, okay. Kotzt mich jetzt gerade ein bisschen an, muss ich sagen. Aber ich denke, vielleicht haben wir eventuell dann am Ende trotzdem noch ein bisschen Glück. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Da sieht es erstmal gut aus. Wie jetzt weiter? Was macht der Gegner? Der greift erstmal an. Hat natürlich erstmal den Nachteil, dass der Kollege jetzt seine Spezialattacken nicht so wirklich nutzen kann. Von daher ist das natürlich für uns erstmal relativ gut. Wir kloppen den erstmal weg. Haben da nur noch einen gegnerischen Drache hier am Start. Und werden den natürlich auch erstmal frontal angreifen. So, dann können wir erstmal unsere Spezialattacke raushauen. Das werden wir natürlich auch erstmal tun. Kloppen den somit natürlich komplett weg und haben hier den nächsten Sieger am Start. Das Geile ist, wir haben natürlich dadurch auch das nächste Häuptlingspaket. Alter, plus 35 hatte ich soweit überhaupt schon mal. Ich glaube nicht. Und ein 8-Stunden-Paket ist natürlich auch mal wieder monstermäßig geil für uns. Also wie gesagt, passt auch heute zum 1000. Let's Play. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sagt, ja, oder was ich eigentlich von euch wirklich mal gerne wissen wollen würde. Ich meine, klar, 1000 Let's Play ist natürlich schon eine ganze derbe Kiste. Aber wie gesagt, von euch würde ich natürlich gerne mal wissen, wer von euch hat überhaupt schon alle 1000 Let's Plays von mir gesehen hier von Dragons. Also würde mich mal interessieren oder seid ihr vielleicht, oder schreibt einfach mal rein, wann ihr zugeschalten habt das erste Mal, wo er sagt, naja, vielleicht Let's Play 500 oder waren vielleicht doch schon die 100 oder unter den ersten 10 Let's Plays, also keine Ahnung, würde ich gerne mal von euch wissen, seit wann seid ihr hier am Start und außerdem habt ihr vielleicht doch mal einen Sonntag so verbracht, wo ihr sagt, ey, heute gucke ich einfach mal ein paar Let's Plays vom App Seierlist und knall einfach mal die Playlist an. Ich meine, kann ja auch sein, würde ich natürlich auch mal gerne von euch wissen wollen. Wie gesagt, 4 Drachen haben wir drin, hier bei Valka ist natürlich auch alles so weit Paletti, von daher brauchen wir uns da nicht so wirklich kümmern. Ressourcentechnisch würde ich fast vorschlagen, dass wir hier unseren eisigen Kältegonkel erstmal nochmal losschicken. Und zwar soll der erstmal noch ein bisschen Eisen für uns sammeln. 382 ml Holz investieren war. Dann haben wir das natürlich erledigt und könnten mal gucken. Nee, der Muffel, da können wir uns erstmal nicht so wirklich was leisten. Aber wir müssten mal gucken, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen haben, der noch ein bisschen Ressourcen für uns sammelt. Der kann erstmal Holz sammeln, würde ich sagen. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann würde ich vorschlagen, werden wir natürlich erstmal gucken, was wir hier heute noch so machen können. Ich weiß nicht, was können wir für unsere Runen veranstalten. Da können wir hier mal einen Markt gehen, können da natürlich mal gucken. Hier ein Rekrutpaket, eine Elite im Innern und hier unten können wir natürlich auch nochmal zuschlagen. Also von daher würde ich natürlich von euch gerne mal wissen, habt ihr hier Pakete technisch schon mal richtig zugeschlagen und ihr sagt, Alter, am Ende hat sich wirklich extrem gelohnt oder sagt ihr, naja, so pralle war das am Ende nicht. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, das hätte ich natürlich schon, Jan, aber ich denke, das könnten wir uns eigentlich holen hier für 1100 Runen. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Wie sieht's aus? Elite im Innern? Ich würde sagen, das holen wir uns einfach mal und gucken einfach mal, was da am Ende so geht. So, 1100 Runen investieren war und dann holen wir uns das Paket heute. Weil heute so ein schöner Tag ist, weil wir heute 1000ste Let's Play hier zocken. So, 12-mal der Sturm schneit. 11-mal Rekruten, okay. 11-mal der Knochenräuber, 11-mal der Funkenhüstle, 11-mal der Skrill, 3-mal der Knochenräuber, 2-mal der Donnertrommler und dann wartet doch, ich weiß nicht, hat sich gelohnt oder war dann weniger cool? Also wie gesagt, würde mich natürlich auch mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich habe natürlich jetzt runentechnisch wieder mal eine ganze Menge auf den Kopf gekloppt. Hättet vielleicht noch nicht getan, aber ganz ehrlich, für euch wollte ich es heute einfach mal bringen. Von daher hoffe ich natürlich auch, dass es sich gelohnt hat in meinen Augen oder dass ihr sagt, ja, hast du cool gemacht oder vielleicht sagt auch, naja, ich hätte mir ein anderes Paket geholt. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren. Außerdem habe ich natürlich schon in der Vergangenheit mir so ein Goldpaket geholt. Wollte heute einfach mal gucken, so wie manche andere von euch, die natürlich auch in die Kommentare geschrieben haben, Alter, ich habe mir ein klassisches Paket geholt, hatte dann natürlich am Ende keinen seltenen drin, nö, sondern Premium-Drache wie den Axtling. Wie gesagt, würde mich mal interessieren, ob ich den Jägerblitz oder den Axtling bekommen kann. Von daher würde ich sagen, was haben wir hier noch? Windstürmer, Schaufelhelm,
Grill, Schiller, wäre auch geil. Jägerblitz, Axtling, Skrill, Windstürmer. Gut, habt ihr auf jeden Fall eine Peilung. 290 Odin-Münzen müssten wir investieren. Ich würde sagen, das machen wir. Wir kaufen jetzt einfach mal das Paket und gucken, was hier am Ende geht. Ob wir uns hier irgendwie am Ende was holen oder ob wir am Ende dann doch ein bisschen Pech haben. 300 Runen, okay. 25 Eisen, das ist natürlich geil. 2250 Runen. Okay, und was haben wir hier? Oh, das ist bitter. Wir haben den Windstürmer bekommen. Also wie ihr sagt, bei den Paketen habe ich natürlich immer absolut derbe Pech. Von daher würde ich natürlich gerne von euch wissen, was habt ihr da so schon bekommen? Wie ihr sagt, würde mich mal interessieren. Wäre auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Den platzieren wir natürlich erstmal in unserem Hangar. Dann haben wir natürlich den nächsten Drache am Start. Aber ganz ehrlich gesagt, bin ich da jetzt nicht so froh drüber. Aber gut, okay, jetzt ist es so, wie es ist. Wir können es sowieso nicht ändern. Und könnten eigentlich, aber das können wir eigentlich auch nicht machen, weil das Problem, was wir haben. Ihr seht natürlich selber, hier haben wir noch 4 Drachen im Training. Das heißt natürlich, wir können keinen weiteren Drachen pimpen. Zu Valka können wir auch keinen schicken. Von daher können wir jetzt natürlich erstmal wieder nur ein bisschen abwarten. Haben wir eigentlich soweit alles erledigt, aber ich würde fast sagen, wen zur Feier des Tages auf alle Fälle. Nochmal eine kleine Reihe und suchen uns hier natürlich nochmal den nächsten Gegner. Ich hoffe natürlich, dass ihr sagt, ja, mit den Paketen hast du cool gemacht, hier heute zum 1000. Let's Play. Ich würde natürlich mir und heute den oder andere gerne holen, aber wie gesagt, ich weiß natürlich noch nicht genau, was ich mir holen soll. Von daher ist es natürlich nicht ganz so leicht für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Kampf, suchen uns hier natürlich erstmal nochmal den nächsten Gegner und probieren natürlich den hier irgendwie platt zu machen. So, der Dagus grillt erstmal darauf und dann warten wir natürlich ab, wie jetzt weiter. Was macht der Gegner? Okay. Naja, gut, okay, das war jetzt nicht so pralle, trotzdem ich sagen muss, wir können von Glück reden, dass er natürlich nicht den einen oder anderen Drachen von uns genommen hat. Also ich meine, da war die Knochenräuber-Aktion dann für uns doch die beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir greifen auch gleich hier nochmal an und probieren natürlich hier die beiden Kollegen auf der anderen Seite irgendwie am Ende platt zu machen. Wie gesagt, ich bin gespannt. Gucken, was hier am Ende bei rauskommt. So, dann greifen wir den nochmal an und dann können wir natürlich jetzt alles klar machen, klatschen hier eine Spezialattacke raus mit unserem Darus Grill und holen uns hier natürlich den nächsten Sieg, haben den Gegner natürlich komplett platt gemacht, das ist natürlich geil, geil für unser Team, wie viele Pokale jetzt, plus 29, dann nehmen wir die natürlich mit, das nächste Paket ist natürlich auch mit am Start, von daher haben wir hier heute auf alle Fälle erstmal wieder alles richtig gemacht, also wie gesagt, ich bin zufrieden, Pakete technisch ist alles soweit. Im grünen Bereich hätten wir hier die 3500 Runen, dann hätte ich natürlich nochmal gesagt, ey, wir werden hier nochmal zuschlagen, gehen hier nochmal in den Markt und holen uns hier natürlich dieses Paket. Aber wie gesagt, das reicht gerade nicht. Von daher ist es natürlich eine bittere Kiste. Kotzt mich gerade selber an. Aber wie gesagt, von euch würde ich natürlich gerne mal wissen, wer von euch hat sich diese heroisch im Innern schon geholt. Also wie gesagt, dieses Paket haben wir uns heute geholt. Fand ich jetzt nicht so pralle. Muss ich ganz ehrlich sagen, das andere Paket, naja, war eigentlich ja nicht so verkehrt. Runentechnisch, eisentechnisch haben wir ein bisschen was bekommen. Trotzdem ich sagen muss, wäre auf jeden Fall cool gewesen, hätten wir da noch irgendwie einen fetten Drache abgestaubt. Aber gut, am Ende hatten wir natürlich Pech. Ich hoffe trotzdem, dass ihr sagt, ja, war trotzdem coole Let's Play, ein coole 1000. Video von Dragons. Also wie gesagt, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Und von daher würde ich natürlich auch vorschlagen, dass ich mich für heute erstmal wieder verabschiede. Ich meine, klar, wir haben alles erledigt. Von daher wünsche ich euch was. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.